Wie gut ist das Styling Clay Cashes von der Brand Evo? Ja Leute, der Name ist Programm. Cassius Clay ist der Nickname vom bekannten Boxer Muhammad Ali und genau so heißt dieses Produkt. Starten wir mit der Verpackung. Die Verpackung ist anders als andere Verpackungen, was ich erstmal nice finde, allerdings gleichzeitig auch an dieser Stelle leider etwas unhandlich. Kommen wir zum Geruch. Das Produkt hat einen Geruch. Ich kann ihn leider nicht identifizieren und meiner Meinung nach riecht das Ganze nicht ganz so gut. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 25% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Wir haben hier ein flexibles Styling Clay. Das Produkt soll für ordentlich Textur sorgen und hat auch noch einen starken Halt. Und ob hier wirklich so viel Qualität wie in Muhammad Ali drinsteckt, das finden wir jetzt heraus. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine leicht klebrige, leicht sandige, dicke Knete, würde ich sagen. Hat mich an dieser Stelle bei der Konsistenz leicht an Quicksand von Hans de Foucault erinnert. Allerdings etwas besser, weil es nicht ganz so sandig ist. Kommen wir zum Auftragen. Das Auftragen ging grundsätzlich gut von der Hand. Nach etwas längerem Verreiben war das Produkt dann auch ordentlich gut in den Händen aufgelöst. Kommen wir zum Styling. Ich hatte heute einen Good Hair Day, heißt, ich brauchte nicht so viel Pre-Styling. Ich habe meine Haare einfach nur leicht angefeuchtet, ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und meine Haare dann einfach nur mit der Bürste zur Seite gelegt. Dann habe ich das zuvor in den Händen verriebene Produkt überall in meine Haare eingearbeitet und ich muss sagen, Leute, das ging wirklich sehr entspannt und sehr leicht von der Hand. Das Produkt härtet nicht so schnell ein, von daher war das Styling tatsächlich sehr angenehm. Meine Nachher-Frisur sah dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem starken Halt. Da gehe ich an dieser Stelle nicht mit. Wir haben ja einen guten, soliden Halt. Wenn man möchte, kann man an dieser Stelle auch noch Haarspray verwenden. Ich habe es an dieser Stelle jetzt aber nicht gemacht. Kommen wir zum Finish. Es wird geworben mit einem halbmatten Finish und das bekommt ihr auch an dieser Stelle, was ich sehr nice finde. Und wenn man sich später noch durchs Haar durchfasst, dann wird das Finish auch noch natürlicher, was ich ebenfalls nice finde. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also bei der Auswaschbarkeit war ich sehr überrascht. Ich konnte das Produkt gut auch nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen. Das wirklich gut. Daumen nach oben. Und der Preis, ihr bekommt 90 Gramm von dem Styling Clay Cashes für 30 Euro, was ich an dieser Stelle ein Tickchen zu teuer finde. Kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Also man kann dem Produkt auf jeden Fall eine Chance geben, gerade wenn du zum Beispiel etwas dünneres Haar hast und einfach so ein bisschen Griffigkeit in den Haaren fehlt, dann kannst du diesem Produkt einfach mal eine Chance geben. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein Produkt für Leute, die auf ein angenehmes Styling stehen, ja, wo das Produkt einfach nicht so schnell anhärtet und die ein halbmattes Finish wünschen, ein bisschen Textur in den Haaren benötigen und bei denen ein guter, solider Halt enough ist. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Cashes Styling Clay von der Brand Evo erhält all in all 36 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Box und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.